Jeder hier hat Dreck am Stecken. Aber wirklich Junge, jeder. Junge, ein richtiger Cowboyhut. Den müssen wir blau färben. Dieb! Oh je, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass da jemand drin ist. Du hättest anklopfen können. An einen Hut? Da wohnt einer drin. Oh, ich wollte das Plakat an. Ah ja. Vom Sheriff. Gesucht Crazy Nase Clemens. Vom Sheriff und vom Bezirk wegen des unhöflichen Delikts des Seestern-Umarmens. Des Seestern-Umarmens, okay. Ja, ich kann das auch wagen, hallo? Ich kann einfach einen Seestern umarmen. Okay, ziemlich viele Wege. Komm, irgendwas Gutes. Oh, hier müssen wir vorsichtig sein, glaube ich. Aua! Es muss einen Weg geben, an ihnen vorbeizukommen. Wir sollten besser aufpassen. Sie könnten wieder versuchen, uns zu verbrennen. Okay, ich kann keinen Moment abwarten. Wir müssen uns an ihnen vorbeischleichen, während sie nicht im Weg sind. Vorbeischleichen ist da nicht. Wir müssen irgendwas finden, mit dem wir sie ablenken können oder mit dem wir nicht verletzt werden. Okay, gehen wir mal oben lang. Sieht aus wie eine alte Mine. Ja, eine eingeschützte Mine. Super. Wow, das ist unglaublich. Du solltest meinen Bruder sehen. Und warum machst du das? Kannst du uns vielleicht vorbeilassen? Tut mir leid. Geht nicht. Warum nicht? Ich glaube, ich stecke fest. Tust du doch gar nicht. Musst du dich immer so aufplustern? Ich kann nichts dafür. Das ist ein Reflex. Ein Reflex? Das passiert immer, wenn jemand in meine Nähe kommt. Dann schwimm doch raus, solange ich weg bin. Kannst du vielleicht aus der Öffnung weggehen, solange du noch klein bist? Weggehen? Geht nicht. Zu viel Angst. Du meinst, du kannst nicht anders, als die Luft anzuhalten, wenn jemand in deine Nähe kommt? Hm, stimmt. Verdammt. Hier kommen wir nicht weiter. Gut, bringen wir die Schraube erstmal, die Mutter erstmal zum Wagen. Und suchen Geld für die Kaugummis. Ich brauche Geld. Kann ich euch einen Schraubenzieher verkaufen? Komm. Ich hab gesehen, ihr habt keinen mehr. Ist doch ein bisschen blöd, oder? Um dein Paket kümmere ich mich ja jetzt. Der war jetzt hier links, ne? Genau. Mit der Mutter können wir jetzt das Rad festmachen. Wir haben es geschafft! Es ist repariert! Und es bleibt dran, ja? Wir müssen keinen Leim benutzen oder sowas? Aufgepasst! Sprich das Wort Leim nicht aus, wenn der alte Fury da ist. Das macht ihn ganz nervös. Was hat er gegen Leim? Jawohl! Mein Paket! Endlich! War das Schild für den Briefkasten? Tatsache. Herr Petete, können wir vielleicht die alte Briefkastentür haben, jetzt, wo Sie sie nicht mehr brauchen? Ja, nehmt sie mit und lasst mich in Ruhe einsiedeln. Naja, hast 2 Jahre auf das Ding gewartet, wa? Danke! Hallo? Herr Petete? Geh weg. Ich habe zu tun. Was gibt es in einem Briefkasten zu tun? Ich siedle ein. Oh. Ja, dann mach mal. Wir haben jetzt schon mal das Ding. Jetzt fehlt nur noch der Buchstabe. Oder?
Ja, der Buchstabe. Was immer sie da kochen, es duftet herrlich. Das ist Sahara Sepps spezieller Super-Eintopf. Mein eigenes Rezept. Oh. Noch nicht ganz fertig. So, wir müssen jetzt irgendeine Möglichkeit finden, das Ding da unten abzubekommen. Was brauchen wir denn dafür? Eine Kurbel brauchen wir. Wir können ja mal gucken, ob wir das nicht auch mit einem Schraubenzieher hinbekommen. Genau, hier am Hals vorbei. Und dann da oben kommen wir an dem Wasser raus und dann können wir mal gucken. Ah, ich glaube schon, dass wir eine Kurbel brauchen, leider. Ah, das wäre schon blöd. Weil wir haben jetzt den Weg abgesucht und haben keine Kurbel gefunden. Das wird mir nichts nützen. Ja, das wird nichts. Gut, gucken wir mal, ob wir die Schnalle schon mal zu ihm zurückbringen können. Dann haben wir wenigstens schon mal das erledigt. Holz brauchen wir, glaube ich, keins mehr. Wir brauchen kein Holz mehr. Ja, dachte ich mir schon. So, da lang jetzt zurück. Die Wege sind echt lang geworden jetzt. Unterwegs können wir mal gucken, aber ich habe jetzt noch keinen. Wer immer diese Fischdiebe sind. Was? Ich habe gerade nicht wirklich... Okay. Ja. Gehen wir erstmal hier hin und gucken mal, ob wir das ihm abgeben können schon mal. Hier. Können Sie uns daraus eine Schnalle machen? Klar. Bringt mir einfach einen Buchstaben dazu und ich mache mich an die Arbeit. Was war das für ein Buchstabe? Ein S, das oder? Brauchen wir also, wenn wir wie Fischdiebe aussehen wollen. Ein blauer Cowboyhut, eine große Schnalle mit einem S drauf und eine Schleife. Wir haben nichts von alledem. Wir sollten besser loslegen. Gut, wo bekommen wir ein S her? Einfach nur den Buchstaben S. Will ich hier noch was machen? Lukas, bleib du hier, während ich versuche, an dem Wachposten vorbeizukommen. Okay. Halt! Dieser Bereich ist nur für Fischdiebe und ich kann erkennen, dass du kein Fischdieb bist. Du trägst keinen Cowboyhut. Du hast keine große Schnalle im Fischdiebstil. Du hast keine modische Schleife, so wie ich. Also kann ich dich nicht vorbeilassen. Ich wette, wenn wir als Fischdiebe verkleidet wären, könnten wir diesen Wachposten täuschen. Ach, Luke. So, wir brauchen die Mundharmonika für die Schnalle, wir brauchen den Buchstaben S und ich muss nochmal zurückgehen und diesen Typen, der in seinem Hut wohnt, irgendwie mal gucken, ob wir seinen Hut bekommen. Ob wir den jetzt einfärben müssen, ist das so eine Sache? Ah, da haben wir ja unten die Farbe, stimmt ja. Ist ja gar nicht so schlimm. Brauchen nur den Hut. Das wissen wir auch schon, wie wir... Ja, eigentlich brauchen wir halt gerade nur die Mutter Monika und das S. Cousine Calico, wir haben einen Fischdieb gesehen. Wirklich? Sie sind in dem alten Schiff versteckt, dem rostigen Pott. Da habt ihr beide gute Arbeit geleistet. Irgendein Zeichen von den Schweinefischen? Die Schweinefische sind bestimmt auch dort. Wir könnten hineingelangen und sie befreien, wenn wir mehr wie Fischdiebe aussehen würden. Euch wie Fischdiebe anziehen, hm? Hört sich an wie ein guter Plan. Aber woher wisst ihr, wie Fischdiebe aussehen? Oh, wir haben ein Bild. Ah, gut. Ja, gut. Nehmt ihr deinen Hut. Kaktushut. Ja, gucken wir nochmal ganz am Anfang zurück. Ob wir hier nicht vielleicht irgendwas nochmal haben. Mal wie es aussieht. Nö. Hier ist auch gar nichts mehr. Hier ist gar nichts mehr. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal schnell zurück zum Alten, der in seinem Hut wohnt. Und guck mal, wie wir da vorbeikommen. Und du kannst auch mal was tun. Das sind deine Fische, die hier weg sind. Deine Schweinefische. Ich finde hier eine Kurbel. Nö. Hier ist irgendwie. Hier ist nur so eine Kurbel. Halt. Was war das da gerade? Habe ich doch ganz klein was gesehen, oder? Da, das Blaue. Was? Nein, das ist nur ein Schatten. Ah, schade. Nein, trotzdem mal jetzt sehen. Vielleicht gucken wir mal hier nochmal rein.
von denen hat keiner. Ich dachte gerade, vielleicht hat einer von denen die Mundharmonika gekauft. Junge, Junge, das Wasser ist aber warm heute, was? Diese Fischdiebe werden erst recht ins Schwitzen kommen, wenn wir sie erwischen. Herr Achtfinger, könnte ich lernen, so Klavier zu spielen wie Sie? Aber sicher könntest du das. Wisst ihr, ihr erinnert mich an zwei von meinen eigenen 17 Kindern. Tatsächlich? Wie lauten ihre Namen? 4 und 11. Wenn man 17 Kinder hat, kann man es sich so leichter merken. Ja. Meine Tochter, mein erstes Kind, nenne ich auch 1. Danach 2 und 3. Bis zu 32, ne? Ja, passt schon. Ja, irgendwie hinten. Hier muss alles sein. Ich schätze mal, da wo die Die Quallen. Genau, die Quallen waren. Ich schätze mal, da müssen wir dann die Kurbel herbekommen. Entschuldigung, Mr. Shrimp ist mein Name. Früher war ich Sheriff Shrimp. Aber jetzt heiße ich nur noch Shrimp. Was wurde aus dem Sheriff-Teil? Die haben mir meinen Goldstern weggenommen. Ohne Goldstern kann man kein Sheriff sein. Sonst haben die Leute keine Achtung vor einem. Vielleicht können wir ihnen helfen, ihren Stern zurückzubekommen. Ja! Ich sage euch was. Wenn euch das gelingt, habt ihr diesem Bezirk einen großen Dienst erwiesen. Ich brauche keinen Dienst. Ich brauche deinen Hut. Hier kommen wir nicht weiter. Irgendwas muss es sein. Irgendwie müssen wir hier doch weiterkommen. Auch anders. Ich weiß jetzt nicht, wie wir hier sonst weiterkommen sollen. Wir stoßen da immer ran. Wir müssen uns an ihnen vorbeischleichen, während sie nicht im Weg sind. Während sie nicht im Weg sind. Sie nicht im Weg sind. Sie nicht im Weg sind. Ich glaube, das brauche ich im Moment nicht. Ich finde, diese Fischdiebkleidung sieht nett aus. Ein blauer. Ah, vorbeischleichen. Wie kommen wir da vorbei? Was mache ich mit dem Schraubenschlüssel? Das ist mein nächstes Ding. Ich muss gerade irgendwas mit dem Schraubenschlüssel machen, wahrscheinlich. Oh, ich hoffe so sehr, dass es nichts mit dem Spiel zu tun hat, dass ich mehr spielen hätte müssen. Im Zweifelsfall versuche ich immer anderen recht zu geben. Einschließlich Schweinefischdieben? Naja. Wenn wir nur einen Weg finden könnten, dich davon abzuhalten, die Luft anzuhalten. Das wünschte ich auch. Das ist nicht sehr bequem. Kannst du vielleicht aus der Öffnung weggehen, solange du noch klein bist? Weggehen? Geht nicht. Zu viel Angst. Ja, er wiederholt sich. Irgendwie verhindern, dass er die Luft anhält. Das ist Kaugummi. Wir brauchen den Kaugummi. Oh, nö. Ja. Wir finden jetzt aber echt kein Geld mehr, bin ich mir sicher. Radmuttern! Hier gibt es Rad. Es gibt noch einen Interessenten für dieses schöne Päckchen Kaugummi. Also solltet ihr besser schnell handeln, wenn ihr es haben wollt. Ich habe noch ein Päckchen für nur 2 lila Segel. Wer ist der andere? Haben Sie nicht früher auf dem Jahrmarkt gearbeitet? Und was für ein schöner Beruf das war. Aber ich bin in den Westen gekommen, um neue geschäftliche Möglichkeiten zu prüfen. Oh. Radmuttern sind eine Wachstumsindustrie. Verstehe. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, Supergummi-Kaugummi ist so unverwüstlich, dass er sogar als Material für Dächer benutzt wird. Nur 2 lila Seeigel kostet das Päckchen. Übrigens, Supergummi-Kaugummi ist der einzige Kaugummi, der vulkanisiert ist, damit er noch länger hält. Nur 2 lila Seeigel für das Päckchen. Das wird mir nichts nützen. Verkaufen Sie irgendetwas anderes außer Radmuttern und Kaugummi? Nein, das ist alles. Sag mal, ihr seid nicht zufällig von der Bundespolizei, oder? Nö. Abgesehen von dem großartigen Geschmack ist Supergummi-Kaugummi der einzige Kaugummi, der von der Actionfigurindustrie verwendet wird. Nur 2 lila Seeigel, das ist unschlagbar billig. Mann, wo kriegen wir Seeigel her?
Wir haben doch schon alle eingesammelt. Ich dachte doch, das wäre perfekt. Genau drei, dass wir so viel bräuchten. Erinnerst du dich an diesen großartigen brasilianischen Seenusskaffee, den wir letztes Jahr beim Bau der Bühne hatten? Oh ja, das war ein wirklich guter Kaffee. Ich hab ihn gekocht, glaube ich. Von wegen! Brauchen etwas, womit er die Luft nicht anhält. Das ist Kaugummi perfekt. Aber wo können wir Seeigel zurückkehren? Und wo können wir seine... Seine Motorhonika her. Genau. Ja, guck, ob es dem gut geht, aber die... Das wurde mich... Und hier hinten ist, glaube ich, auch nichts mehr. Doch, da. Hier müssen wir noch vorbei. Aber hier ist nichts mehr, glaube ich. Hier ist auch nichts zurückgeblieben. Wir können nochmal spielen, aber da auch habe ich keinen Bock. Jetzt gucken wir mal hier oben. Sie gewinnt bestimmt die Misswahl. Sie ist ein hübscher Rochen, doch ihr Essen ist die reinste Qual. Kann überhaupt nicht kochen, heimlich füttere ich seit Wochen meinen Hund heim mit ihrem Mittagsmahl.